Scheiße, Timmy, das geht nicht! Jahrelange Erfahrung im Blasen vom Motor! Hi Leute, hier ist die Frau Timmy. Ich habe einen Gast dabei, das ist der Posty! Und wir stellen heute wieder was für die Kategorie Scheiße vor. Es ist das Spiel Anticipation für den NES. Ob das Spiel was taugt, werden wir gleich sehen. Genau, viel Spaß! So, 1988. Anticipation spielen wir jetzt. Du kennst das Spiel, gell? Ja, zumindest Videos und so. Lass uns doch einfach mal gucken, was bei rauskommt. Ja, also von Rare, wer Rare nicht kennt, Conker's Bad Fur Day kommt, Donkey Kong. Das Spiel mit dem Bären und dem Rucksack oder. Banjo und Kazooie, genau. Also Rare hat eigentlich immer richtig geile Spiele seit dem Super Nintendo rausgebracht, aber wir gucken uns jetzt einfach mal den Shit hier an, ja? Ist Killer Instinct auch von Rare? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Egal, ja, lizenziert für das Nintendo Entertainment System. Einfach mal Start drücken und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Warum muss ich Start drücken? Weil du den ersten Player hast. Okay, select number of players. Okay. Ach, super, ich bin die Dröte. Ja, ich bin irgendwelche High Heels. Ja, das ist ein Klischee. Fußfetisch, irgendwas. Number of Computer Players. Null. Ja, wir sind eh schlecht genug. Select Skill Level. Machen wir mal Medium. Wir sind einfach mal Medium durch. Oder sind wir Hard durch? Wir sind einfach mal Medium durch. Ja, wir sind Medium. Okay. So, ich kenne das Spiel nicht. Keine Ahnung, was man da machen muss. Es sieht schon mal vom ersten Einblick so aus wie so ein Trivial Pursuit für Arme. Ja. Bin ich das jetzt? Ja. Was muss ich denn da machen? Wrong letter. Hier so Strichmännchenverschnitt ist das wohl. Wahrscheinlich. Du bist immer noch dran. Ein T ist schon mal richtig. Ich habe das Spiel gesehen gehabt, als der Pat the Nest Punk. I warned you. Ja. I warned you. Das Spiel hat mich gewarnt. Ja, oder heißt es? Also ich habe das Spiel gesehen gehabt, dass Pat the Nest Punk von NES Marathon. Du hast gar nichts gedrückt oder was du willst? Nee. Mach nichts. Auf jeden Fall vorgestellt, das Spiel wartet mich gerade auch. Ich glaube, das Spiel mag uns nicht. No one can answer. Da haben wir es wieder. Okay, Yellow Puzzle haben wir mal abgefällt. Oh, nicht von mir, das Spiel! Was ist jetzt los? Malst du? Nein, ich bin das nicht! Ach Mann! Wieso malt der jetzt und wir durften nicht malen und mussten Buchstaben irgendwie... Briefkasten! 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 Ich hab gewonnen! Das ist eine Postibox. Mailbox. Aber wahrscheinlich kriegen wir jetzt vom Computer gezeigt, was wir hätten tun sollen oder was die richtige... Ah, wir sollten wahrscheinlich... Das Wort erraten. Das Wort erraten, was hinter diesen... Wenn man diese Punkte verbindet, was es ergibt. Wieso spielt jetzt der Computer? Ist der... Ich wollte schon das B-Wort sagen, ja. Ja. Ja, Pyramiden. Ja. Ah, du musst drücken. Ach so! Ja, also wie ihr seht, hier ist nichts vorgeskriptet. Wir sind von Natur aus wirklich gerade überfordert und blöd. Und ich hatte Bock, mal wieder ein richtig beschissenes Spiel in Gesellschaft zu spielen. In beschissener Gesellschaft. Ein gutes Spiel in beschissener Gesellschaft. Das hast du schön gesagt. Wenn die Kamera aus ist, kriegst du ein paar auf die Schnauze. Ja, wo ist denn... Du hast... Keine Ahnung. Bitteschön, das lösen. Ich bin... Okay. Pyramide. P...
Aber das hast du doch auch gemacht, oder nicht? Pure Might. Schreibt es doch so, oder? Ja, ich hab dann auch. Das E wollte er nicht. Was soll denn da hinkommen? Vielleicht Pure Might E. S! Mach ein S, das ist Mehrzahl! Du bist doch noch dran! Okay. Also, das Spiel heißt Anticipation, ja? Ja, es ist... Und, es ist so eine Art Trivial Pursuit Familienspiel. Geht das die ganze Zeit jetzt so? Ach, jetzt habe ich schon gedrückt, verdammt. Okay, ich kaufe ein P. Ich kaufe... Also... Hallo? Ich kaufe ein... Ein E! Was soll das sein? Weiß ich nicht, ich hab Schluck gesprochen. Ich gebe mal Asshole ein. Wenn man die Punkte miteinander verbindet, sieht's aus wie ein Arschloch. Aber oder nicht? Ich glaube, ich hab's gelöst, das heißt... Nein, ich wollte nicht drücken! Ich wollte Donut oder sowas hinschreiben. Okay. Ernsthaft, wir sind ein seriöser Sender, hätte ich fast gesagt. Wir sind eine seriöse... Ach, scheiße. Das Spiel habe ich übrigens teuer erworben für $1. So. Okay, jetzt warten wir erstmal. Läsche. Pac-Man! Du Arsch! Du Pop Mann, ey! Die Jimmy ist ein Cheater! Verdammt! Ist ein Cheater! Ja, du weißt doch, was das ist, das stimmt! Das ist ein Döner Hebab! Ein was? Ein Döner Hebab! Nein! Was? Weiß ich doch nicht! Ich bin der Ausländer hier in dem Fall! Also in der Stadt hier! Das könnte auch ein Donut sein! Scheiße! Posti hat gedrückt! Verklagt mich doch! I warned you! Ja? Ich warne das Spiel auch! Sonst werde ich es bestrafen! Das Pink Puzzle haben wir nicht geschafft! Nee. Boah, weißt du, was mir gerade einfallen ist? Bevor du wieder drückst! Nein, ich drück jetzt gerade nicht, aber mir ist gerade was einfallen. Dass wir jetzt auf Float loszuschalten. Was? Das Handy? Ja. Egal. Wurscht. Ey, ich weiß es! Ach so, ich kann... Okay, ich löse. Es ist ein Goldfield. Scheiße! Du hast schon zweimal gelöst! Ich bin ja auch der Posti. Ich bin die Lösung in Natur. Der Vollfrosti. Die zuckt schon, siehst du? Aber... Hä? Goal? Ja, aber viel schreibt man doch mit F. Nee, mit V. Schmangel. Doch, mit V. Du blöder Idiot! Ich hab dir jetzt geglaubt! Und jetzt ist es zu spät. Ich weiß aber nicht, was das zweite Wort, was es sein soll. Das ist ein Field. F-I-E-L. Ja, Field, aber... Scheiße, ich hab mich verdrückt. Go. Ich finde das Spiel toll. Ich weiß auch nicht, warum ich mich jetzt hier länger als 5 Minuten mit dem Spiel hier befasse. Und die Zeit läuft viel zu schnell ab. Man hat gar keine Zeit, um das einzugeben. Also, Golden. Ja! Wie viel Leben hat man eigentlich in dem Spiel? Ich keine Ahnung, ich glaube, das weißt du, woran mich das Spiel gerade erinnert? Weißt du, die sagen aber nicht unten, wie das geschrieben wird oder was rauskommt. Das finde ich auch scheiße. Die zeichnen nur die Linien nach, ja. Aber weißt du, woran mich das Spiel erinnert? An diese Bible-Games. Ja, total. Voll wie ein Bible-Game irgendwie. Also das hier ist ein Piercing. Das ist ein Angelhaken. Ja. Aber wie heißt das auf Englisch? Hauptsache, ich habe mal gedrückt jetzt gerade. Hank?
Oder? Nee, keine Ahnung. Ich gebe mal H. Oh, halt echt? Oder Hook? Hook! Ja, genau, Captain Hook! Captain Haken! Ah, drück jetzt! Die Zeit läuft ab! Ah! Verdammt! Oh, die bei der letzten Sekunde! Also steht 2-1 für Posty. Oder Posty, oder ja, nicht nur Posty. Was sind das da oben eigentlich über uns? Das sind Grafikfehler. Nein, wirklich! Das war am Anfang vorhin, sah das anders aus. Das ist ein schickes Mosaik. Miscellaneous, das schreibt man doch eigentlich anders, oder? Was soll denn das sein? Buntstift, eine Tube. Ja, eine Tube, aber was heißt denn Tube auf Englisch? YouTube. Nein, nochmal fall ich nicht drauf rein. Dental Guard. Warum ist dieses Spiel nicht in Deutsch? Weil es ein englisches Importspiel ist. Ja, aber ach doch. Gib doch einfach mal Tube, Alter. Ich gebe jetzt einfach mal einen Penis. P. Verdammt. Okay, dann. Nein, ich weiß es mit B. Blendy oder was? Nee. Was heißt denn Tube auf Englisch? Also ich würde sagen, an der Stelle muss ich 10 Minuten noch lösen. Ist unser Review eigentlich beendet, oder? Weil ich glaube, das Spiel, das geht die ganze Zeit lang so. Ja gut, dann lass uns ein Schlussfazit machen einfach zu dem Spiel. Also ich find's scheiße. Also ich persönlich finde das Spiel auch scheiße, aus dem Grund, weil es in Englisch ist. Aber es macht auf jeden Fall Mod Spaß, wenn man es mit jemandem spielt, der genauso bescheuert ist wie ich. Ja, diesen Worten kann ich einfach nichts hinzufügen und das war jetzt wieder mal ein super cooles Review für die Kategorie und Sparte für die Kategorie Trash und ja, es schlägt in dieselbe Kerbe wie Fun and Games und Atlantis, was ich auch vorgestellt habe. Ich fand das Video toll. Wollen wir das nicht gleich mal spielen? Ja! In diesem Sinne, macht's gut, wir müssen Atlantis spielen! Tschüss! Mom, have you seen my Trapper Keeper?